Grüß euch, servus, der Ruppi. Seela Nummer 11. Wir sind gerade genau auf dem Weg der Hoffnung, also zu schauen, okay, was heißt es wirklich zu hoffen? Wie bewegt uns der Gott? Was macht es mit unserem Leben und so weiter? Heute schauen wir uns noch ein zweites Gegenbeispiel an, nämlich die Vermessenheit oder die Vorwegnahme. Also die Vorwegnahme, das ist auch eine Art der Hoffnungslosigkeit, die sagt, das steile Ziel, also die große Verheißung, ewige Glückseligkeit, nichts mehr getrübt, ist jetzt schon erreicht. Sie schneidet sich ab davon, von dem am Weg sein und macht das irdische Dasein, das, wie es uns jetzt geht, zur vollen Erfüllung unserer Wellness, Kultur, Relax, Enjoy, whatever, sondern indem, dass wir uns sehr auf das Irdische da jetzt einpflastern und möglichst ein irdisches Reich aufbauen, indem wir uns selbst nicht mehr ändern brauchen, nicht mehr aufmachen brauchen, nichts darüber hinaus gibt und so weiter. Und wir sagen, alles, was es zu verwirklichen gibt, die größte Glückseligkeit, ist jetzt schon alles erfüllt. Dieses Einschwören auf die Vorwegnahme, auf das Ich bin eh schon am Ziel, kommt ein bisschen aus dem menschlichen Sicherheitsbedürfnis. Also, wo sich der Mensch noch Stabilitas, noch schon geordnet sein, noch schon vollkommen sein sehnt und deswegen eigentlich nicht mehr weitergehen will. Es gibt zwei Arten davon, zwei Zugänge zur Vermessenheit, Vorwegnahme. Das ist zum einen, in der Fachsprache heißt das der Pelagianismus. Also, Pelagius war ein Typ, der Gegenspieler von Heiligen Augustinus war und der hat gesagt, ich schaffe das, ich kann es tun. Da steht wieder früher auf und sagt, gib ihm, jawohl, ich kann den Himmel erreichen, ich kann selbst heilig werden, ich kann alles umsetzen, weil er sehr auf seine eigenen Kräfte baut. Und im Pelagianischen, also das sehr auf die eigenen Kräfte bauen, das kann oft einmal in einer Vorwegnahme, also der baut so auf die eigenen Kräfte, dass er sagt, über meine Kräfte hinaus gibt es nichts. Alles Glück, das ich erreichen kann, muss ich selbst umsetzen, muss ich selbst durchsetzen. Und alles, was auf mein Leben zukommt, muss ich auch selbst meistern. Der schwört sich sehr ein auf das brave, ordentliche Leben eines guten Bürgers. Dies der Horizont ist, in dem der Mensch geschaffen ist. Du musst ein ordentlicher, braver, guter Bürger sein. Und dann ist es das größte Glück. Die Hoffnung holt uns genau aus der Bravheit heraus und sagt, das ist schon gut und recht, aber für das Brave bist du nicht geschaffen, sondern für eine unglaubliche, also eine Erfüllung, eine Glückseligkeit, die du selbst gar nicht erreichen kannst. Die zweite Art, in die Vorwegnahme, in die Vermessenheit hineinzuschlittern, ist, dass man alles auf das Wirken Gottes hin bezieht. Sagt, selber bin ich unmöglich, ich kann nichts dafür tun, für meine Glückseligkeit. Aber Gott macht alles in meinem Leben. Er wird es schon richten, Gott wird schon richten, so wie der Papa wird schon machen. Und das ist auch eine nicht richtige Einschätzung, was Gott mit uns, in unserem Leben machen will. Hoffnung nimmt die Dynamik Gottes, sein Wirken auf, aber weiß, dass es ein absolutes Mitgehen in der Freiheit mit dem Wirken Gottes in der Hoffnung braucht. Also der Mensch wird nicht gezwungen, nicht verdammt zum Glück, sondern darf es frei die Verheißung aufnehmen und mitwirken, indem er sich auf den Weg macht, ausstreckt, in aller Freiheit, aber auch weiß, Gott ist der dahin führt. Die wahre Hoffnung streckt sich daher aus und betet. Das ist der Mensch, der wirklich hofft. Er ist demütig genug, dass er die Hilfe Gottes erfleht und annehmen will. Und er ist hochherzig genug, dass er sich nicht auf ein kleines Ziel, auf ein kleines Glück einschwört, sondern die volle Erfüllung seiner Sehnsüchte, die volle Glückseligkeit ersehnt und darauf darauf zugeht. Soweit zur Hoffnung. Alles Gute, Eng. Servus, grüß euch, dein Ruppi.